Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu HS Neue Augen. So, Essen und so weiter und so fort kriegen wir jetzt gerade nicht hin. Hunger bringt uns wahrscheinlich nicht weiter, weil die Essenszeit schon längst vorbei ist. Bevor du wieder nach Essen fragst, es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einwegglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen. Ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Da machst du einfach nichts, da machst du einfach nichts. Gut. Was können wir denn hier noch? Das können wir uns nochmal angucken, ja? Hier fehlte etwas. Und auch wenn Lilly dieses Mal keinerlei Schuld traf, ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Rein prophylaktisch. Die Oberin trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Wirklich? Was schleichst du hier rum? Fütter die Katze. Oder bist du damit etwa schon fertig? Nein. Dachte ich's mir doch. Langsam vergeht mir die Lust, euch Kinder ständig an die richtigen Werte zu erinnern. Schau dir doch einfach die Stickerei dort an der Wand an. Dort sind alle wichtigen Tugenden abgebildet. Überlegenheit, Stärke und Selbstbeherrschung. Ich weiß selbst, dass Selbstbeherrschung fehlt. Da denkst du, ich bin blind? Geh jetzt. Ich muss meinen Beruhigungstee trinken. Wenn du im Klassenzimmer vorbeikommst, erinnere Birgit daran, dass sie sich mit der Stickerei beeilen soll. Wenn das Selbstbeherrschungsmotiv nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kragen. Ja, ist ja gut, Alte. Brauchst du nicht zu überdrehen hier. Eieieiei. Zucker. Pelle bringt uns jetzt gerade nicht weiter. Zum Klosterflur möchte ich gerne und dann zum Klassenraum. Du lenk mich nicht ab! Du siehst doch, dass ich arbeite! Man erkennt es daran, dass ich mich anders verhalte als du. Hast du eigentlich die Oberin schon nach dem Motiv für das nächste Banner gefragt? Ja, hab ich. Na dann, pronto! Hab ich doch. Jetzt komm doch, dir hast das darum ab. Hä? Die Tiermotive, die aber selbst. Lass das! Das die aber selbst. Genau das sollten wir doch gerade machen, oder nicht? Hä? Jetzt bin ich langsam aber gerade ein bisschen durcheinander. Okay, wir haben auf jeden Fall die Kokosnuss, die Banane und den Apfel. Da könnten wir schon mal gucken, ob wir das eventuell das erste schon mal in die richtige Richtung kriegen. Was sagst du denn zu der Kokosnuss eigentlich? Du alter Greis, du! Oh, etwas zu essen. Das erinnert mich an einen Tag, an dem ich etwas gegessen hatte. Aber davon gab es viele. Wenn auch nicht in letzter Zeit. Um mich an Details zu erinnern, bräuchte ich schon noch etwas mehr Hilfe. Stell die Sachen doch einfach dort drüben ins Regal. Dort habe ich mir nämlich eine Erinnerungsstütze gebaut. Und sprich mich nochmal an, wenn die Erinnerungsstütze komplett ist. Gut, das heißt, wir kommen nicht weiter. Wir brauchen erst alle anderen drei noch. Dafür brauchen wir einmal das Banner. Dann brauchen wir. Ich bin total durcheinander gerade. Wie wir jetzt hier weiterkommen sollen. Die beiden Gestörten, da lasse ich mal lieber in Ruhe. Man weiß ja nie, was da passiert.
Und? Kommst du voran? Bevor du was sagst, mir ist da noch was eingefallen. Ich glaube, dass Garrett ein Geheimversteck in der Kapelle hat. Ja, so eine Art Abhöreinrichtung im Beichtstuhl. Damit dürfte endgültig bewiesen sein, dass er ein Spion der Oberin ist. Die Frage ist nur, ob wir dieses Wissen irgendwie gegen ihn verwenden können. Aha. Lily hatte tatsächlich eine Idee. Sie würde Garrett in seinem Geheimraum einsperren. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Warte, ich weiß. Wie wär's, wenn wir Garrett in seinen Abhörraum einsperren? Du tust einfach so, als würdest du beichten wollen und wenn er dann sein Versteck betritt, zack, unsere Falle schnappt zu. Ach, sei doch nicht traurig, Lily. Nächstes Mal hast du bestimmt auch eine gute Idee. Aber jetzt ran ans Werk. Es war mein Plan, also musst du dich jetzt um die Umsetzung kümmern. Ja. Moment. Was ist das? Hörst du auch diese Geräusche? Du, ich glaube, da bohrt jemand in der Kapelle. Das ist bestimmt wieder Frank, der nach Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung sucht. Verdammt, das könnte unseren ganzen Plan ruinieren. Wenn Garrett dich nicht belauschen kann, können wir ihn auch nicht einsperren. Du musst dir etwas überlegen, um Frank zu vertreiben. Hast du zufällig die Bauanleitung für meine Zeitmaschine gefunden? Die war eh nicht ausgereift. Wie groß ist die Mikrowelle der Schulkantine? Vergiss es, das reicht niemals. Und meine anderen Ideen sind alle etwas komplizierter. Dafür fehlt uns die Zeit. Das einfach, wenn Frank gefunden hat, was er sucht, wird er ja wohl hoffentlich mit dem Bohren aufhören. Ich glaube nicht, dass wir großartig weiterkommen. Trotzdem gehen wir die Option mal eben nicht durch. Nicht so laut! Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Du kennst die Gerüchte, ja? Also nimm dich vor ihm in Acht. Er ist böse. Böse! Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Aber ich darf nicht riskieren, dass Dr. Marcel mich findet. Du weißt ja, was man sich über ihn erzählt. Es ist alles wahr. Außer die Geschichte mit dem Orang-Utan. Die habe ich in die Welt gesetzt. Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. Hier ist also auch gerade Sackgasse. Was soll das sein? Ein Marashu Nyoke Shibuya Accessoire? Ein süßes Pokémon? Oder eine Waffe für den Kampf gegen die dunklen Mächte? Ching! Ching! Was sollen wir denn damit? Mich lieb haben vielleicht? Wäre das nicht was? Der Quittungsspieß. Lily musste aufpassen, dass sie den Spieß nicht ins Auge bekam. Unfälle passierten so leicht. Ja, das ist es ja eben. Ich glaube, nach draußen waren wir jetzt noch nicht gegangen. Das ist so das Einzige, was gerade noch fehlt, so ein bisschen. Wo wir jetzt gerade noch nicht weiterkommen. Dieser Modderhaufen hier. So eklig. Shawnee war gemein. Erst hatte er Lily das Rezept weggenommen und nun zündete er Spinnennetze am Brunnen an. Lily dachte trotzdem nicht, dass es ihm recht geschehen würde, wenn die Spinnen nachts Eier in seine Augenhöhlen legten. Artige Kinder hatten solche Gedanken nicht. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lily ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha. Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Oh Gott. Mach doch nicht so was, ey.
Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Du bist so eine Heulsuse. Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Aha. Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Hui. Lilly war gerührt. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lilly. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Oh. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmer Rabauke. Sieh es ein. Du bist einfach nicht tough genug, um hier irgendwas zu fordern. Na, na, na. Was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinem Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Ich würde ihm am liebsten gerade mal den... Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Lilly hatte Angst, dem Meerschweinchen weh zu tun. So ungeschickt, wie sie sich immer anstellte, würde sie Hilfe benötigen, um es zu befreien. Reumütig erinnerte sich Lilly an ihr Debakel mit dem Zwergkaninchen. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was mit dem Zwergkaninchen war. Shawnee schien... Murmel? Ja, ich... Shawnee, Lilly... Ich hab grad den totalen Engpass. Lilly wusste, dass er... Und wenn es... So, zum Schulteich. Vielleicht kann man Ofen anmachen im Keller. Ich weiß es gerade nicht, ich hab keine Ahnung. Oh, was macht er denn im Ofen? Lass mal gucken gehen hier. So. Bäh? Huh? Ah, schnell! Mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Du bist im Ofen? Verschwinde endlich, bevor mir noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawnee. Er hat es eingesteckt. La, 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 la. Der Untergang ist nah. Verdammt bin ich, verdammt bist du. Apokalypse now. La, 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 la. Der Untergang ist nah. Apokalypse. Gott. Aber psst. Sonst hört dich noch jemand. Und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du? Er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Gut, dann machen wir die Klappe mal einfach wieder zu. Lassen ihn da drin. Denn das möchte er ja so. Und deswegen gucken wir mal, ob die Konserve Lilly jetzt... Verstarr. Okay, dürfen wir nicht. Oh, so langsam gehen mir die Optionen aus, was ich denn so machen könnte. Es ist übrigens gerade um die 0 Grad. Sprengzünder. Hi, wie lustig der vollkommen intakte Sprengkopf der Fliegerbombe blinkte. Eine echte Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen.
Gib mir das Wollknäuel. Das Wollknäuel war ein Symbol der Freundschaft. Lilly wollte, dass es für alle Zeiten in der Schatztruhe blieb. Okay. Eventuell kann ich den Typ jetzt mit dem Zünder von der Bombe beeindrucken. Und wir sagen, er soll doch bitte mal darüber gehen zum Gucken. Ich fänd's witzig. Okay, auch das geht nicht. Okay. Ja. Was kann man denn da machen? Wie es auch und okay. Wir kommen hier nicht weiter an dieser Stelle. Jetzt ist die Frage, wo müssen wir denn als nächstes hin? In der Kantine gibt es wahrscheinlich auch nichts mehr. Wir können gerne nochmal mit der Oberin sprechen, aber ich glaube nicht, dass wir da noch großartig irgendwas finden werden, gerade mal. Die Oper. Trödel nicht rum. Fit und wenn. Ich muss mal. Du schon, du da und. So. Erst für die Katze. Also, die Essenszeit ist schon. Du hast es sei denn. Was ist? Warum starrst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. 10 Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla 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 bla. Willst du das wirklich hören? Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie nicht direkt nachfragt. Oh Mann, ich will's hören. Erzähl mir mehr davon. Bitte erzähl mir mehr. Ach, schön. So, dann müssen wir nochmal zur Kapelle gehen. Weil wir müssen irgendwas machen. Zum Beispiel den Lärm hier hören, den er veranstaltet. Der Beichtstuhl, die Halterung. Ich würde ja jetzt gerne sagen, dass sie darüber nachdachte, aber Lilly. Ja, bla bla bla. Können wir die denn so einfach benutzen? Eine Abhörkammer. Das war der endgültige Beweis, dass Garrett für die Oberin spionierte. Eine Abhörkammer. Huch, ist er wieder ausgetappt. Tut mir leid. Frank-Steinplatten. Die können wir uns mal kurz angucken. Bleib bitte von den Platten weg. Du behinderst mich bei meinen. Ja. Das Kreuz war leer, aber er war. Jetzt haben wir das gefunden. Das ist die Frage: Können wir damit jetzt irgendwie die Oberen befragen? Oder wen können wir überhaupt dazu befragen? Ich bin jetzt gerade unschlüssig. Ich gehe nochmal in die Kantine, aber ich sag schon mal, wir sehen uns in der nächsten Folge von Harveys neue Augen wieder. Denn ich bin mir noch nicht sicher, ob das jetzt hier gerade so das. So schwer fällt ja die Katze. Den des Schlüssels Lösung ist. Das ist ein Schlüssel, das Rätsels Lösung ist. Keine Ahnung, ich werde mir mal Gedanken machen. Ich werde vielleicht nachgucken, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen in der nächsten Folge wieder von Harveys neue Augen. Ich muss mich jetzt mal so zusammenreißen und hoffe, es hat gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben gehen, gerne auch einen Kommentar da lassen und bis zum nächsten Teil. Tschüss!